Hallihallo, habe die Ehre, herzlich willkommen zurück zum Car-Mechanic Simulator 2021. Wir sind hier bei unserem schönen Pagani, haben den technisch komplett fix und machen den jetzt außen komplett fix. Und natürlich innen. Innen haben wir schon gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Aber nicht. Hi. In der Neustattung. Sodalines, jetzt machen wir aus. Jo. Kriegen wir doch mal, was wir alles Schönes reparieren können. Kann die Scheiben reparieren? Seit wann denn das? Okay. Oh, bin ich dabei? Also, voll und ganz. Schauen wir mal, was wir alles denn hier basteln können. Türscheibe haben wir nicht, Türscheibe von rechts. 96%, ja, dann sind aber 100. Die haben wir reparieren können. Scheibe haben wir nicht rausgebaut, gell? Doch, haben wir. Tür. Die haben wir repariert. Außenspiegel. Die da haben wir nicht. Okay, brauchen wir einmal links, einmal rechts. Windschutzscheibe, Türscheibe. Rücklicht. Heck. Rücklicht links. Türscheibe links. Ja. So, rein damit. Doch geschweißt haben wir, glaube ich, auch schon, oder? Ich werde jetzt noch ein paar Mal doch sichern, weil ich merke, dass es ein wenig ruckelt. Das heißt für mich immer, irgendwas läuft im Hintergrund, quasi vielleicht sogar Windows-Updates. Dann kackt mir das wieder alles. Ist nicht cool. So, Nummernschild. So machen wir das. Ja. Ich nehme jetzt nicht mehr die Originalen, sondern ich nehme geile, von mir ausgewählte Nummernschilder. Weil wir es können. Einfach, weil wir es können.
Aber der hat vorne gar kein Skill. Ja, gut, für den nächsten Paar gar nicht. Okidoki. Jetzt möchte ich mal ganz kurz schauen, ob wir ihn geschweißt haben. Ich glaube aber ja. Nein, aber noch nicht. Gut. Ist es soweit? Schauen wir mal, was der hier sagt. Teile 99%. Innenausstattung 3. Teile 99%. Ja, ja, mein Freund der Anlasser. Mein Freund der Anlasser. Der müsste ja dann theoretisch hier sitzen. Ja, natürlich. Ist doch gut. Sonst machen wir nichts mehr hin, gell? Jetzt tun wir ein Vermessen, machen Licht, machen Wischiwaschi, also sauber machen. Flüssigkeiten haben wir, meine ich, schon alle drin. So, einmal innen und außen sauber machen. Warum ist hier ein Block drunter? Ich habe doch überall die richtigen Reifen drauf. Warum ist hier kein Block drunter? Oh oh. Habe ich den verhunzt? Hinten ist kleiner, vorne ist größer. Ich habe die drübere Seite verhunzt. Ach, haben wir ja schon. Innenraum. Dann muss der nochmal schnell auf die Bühne, ne? Zap, zap, ab und zappeli zapp, also Beifahrerseite. Was ist hier falsch? Drei fünfundfünfzig. Was ist richtig? 3,45. Es ist der 3,55er falsch. 3,55 weg. Und es muss ein 3,45 drauf. Aber wir haben es gesehen. Reifen aufziehen. 21. 14 mal. Zack, oder? Ja. Äh.
Ja? Jetzt aber. Okay, steht kein hochprofessioneller Block drunter. Der muss noch zum Laküren. Gehen wir in die Lakürkabine. Original ist grün. Original ist original. Hundert. Testen. Das Wichtigste. Wenn du Motor frisch zusammenbaust, erste Mal hochdrehen. In die 8000. Beim ersten Start. Das versteht keiner. Da ist er. Da ist das gute Stück. Und jetzt ist die Frage. Ich habe irgendwas mit 330 oder so geschätzt. Das mal rauskriegen. Bin jetzt mal gespannt, ne? Könnte, das hat mir jetzt eine Sache, da mir ganz kurz interessieren. Das wäre doch wieder was für Spoiler. Okay, kicken wir mal. 100, Scheune. Ah, 358 ist gut. Sind wir wieder bei 760, Pi mal Daumen. Knapp. Das ist gut. Oder finden wir nochmal ein, zwei solche Boliden? Ja, ist halt schon, ne? Jetzt werden wir einfach mal zum Test. Jetzt einfach mal, weil wir lustig sind. Na? Na? Ist halt nur allein die Form. Dem Rauwop. Der ist halt. Hey, ja, Alter. Brauchen wir nicht drüber reden. Viel schöner. Viel schöner. Yep. Okay. Doch, das möchte ich mir. Jetzt haben wir die Chance. Ich habe überlegt, ob das jetzt irgendwie Käse ist. Aber das machen wir jetzt kurz. Okay, über Farbe, Geschmack und Design lässt sich ja bekanntlich immer streiten. Das ist klar. Aber die Felgen finde ich den unsrigen moderner. Tiefer. Ich finde, dass der tiefer ausschaut, oder?
Tuning-Lichter gab es ja hier nicht. Das war ja alles gleich. Ja. Das sind ja die kleinen Details, ne? Halt schon. Jetzt da mal alles, was hier an der Aufhängung ist. Dann gehen wir mal darüber. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schon ab Werk halt mit diesem ganzen Carbon. Doch, aber jetzt wenn wir mal von außen gehen. Ja, viel breiter haben wir es nicht gemacht. Wir finden... Ist das nur optisch tiefer? Doch, die Felgen sind schon fresh. Wird halt jetzt noch ein Spoiler, aber hier sehe ich echt... Ja, der hat den Ausfahrbahn hier, oder? Nicht jetzt verwirrt. Ne, das ist schon der, wo rausfährt. Okay. Fahrzeug bewegen. Ah, das wäre noch interessant zu wissen. Jetzt haben wir einfach hier genau den 1:1 Gegenvergleich, wurscht. Ich würde uns mal kurz angucken. So, den haben wir getuned ohne Sterne. Warum? Weil ich ihn für 133 gekauft habe? Das hat aber nichts mit dem Verkaufspreis zu tun. Eins zu 166. Ach so, weil er hier die Tuningteile abzieht und dafür die Tuningteile hier hinzufügt. Also haben wir mit dem ganzen Tuning, was wir gemacht haben. Ja. Original ist halt original, ne? Wir haben den für 35 gekauft. Ist der Schrottplatz so viel günstiger wie eine Scheune? Na gut. Okay, passt. Tableau? Nein. Bewegen. Parkplatz. Tschüss. Dann machen wir hier Kohle mit dem, ne? Zap, zarab. Und machen zap, zarab. Zap, 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 zap. Ka-ching! 788. Gut, dann machen wir den Boy noch kurz fresh, weil da würde ich jetzt in dem Video nicht mehr anfangen wollen. Ich denke, da können wir auch nicht wirklich was... Nicht wirklich was... Farblich, ja, Aufhängung, okay. Boah, bitte hab Karosserie-Tuning. Bitte. Oh. Warum nicht? Oh. Schwierig. Die Form ist halt gar nicht so.
Der hat irgendwie eine Mustang-Schnauze. Na klar, fehlt hier die Öffnung, und aber jetzt so von da. Oh, ich hasse orangene Seitenblinker. Ach. Kandidat für Matt. Das sehe ich halt schon wieder tiefer gelegt. Ja. Stellen wir jetzt erstmal dann auf die Bühne. Das wird jetzt natürlich unser Elektro-Tuning-Schlitten. Was zum Anbieten? 1600 Kilo. Ja. Da werden wir jetzt nichts gewinnen bei dem. Aber wir werden es trotzdem mal testen. Okay, okay. Dann würde ich sagen, legen wir da im nächsten Video los. Ja. Frage, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind wieder gut bei der Mille oben. Ich denke mal, wenn wir den fertig haben, sind wir 800-750k wieder. Das passt. Uns wieder gut hochgeboxt. Und ja, bleibt dran. Im nächsten Video steigen wir mit dem Kübel ein. Frage, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Bis dahin, habe die Ehre und Servus.